Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Thaddäus Schlauder-Projekt. Jan Schlauder. Ja, Thaddäus Schlauder. Wir sind momentan noch Erster, führen aktuell mit 9 Punkten die Tabelle. Müssen jetzt gegen Coronio in der Liga. Also in der Liga geht es wirklich bergauf. Wir haben die Liga zu über die Hälfte schon durch. Werden natürlich jetzt weitermachen mit den Highlights spielen. Mal gucken, ob wir dieses Jahr irgendwas hier gewinnen können. Also die Meisterschaft ist so gut wie durch, ne? Die Meisterschaft ist so gut so durch wie durch. Ich habe mega Bock drauf, auf jeden Fall. Hier, und dann nächstes Jahr geht's zurück nach Niederlande. Nach der Niederlande, nach Fennerod. Bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. So, wir gehen direkt rein in die Partie. Mal hoffen wir, dass wir es diesmal gebacken kriegen. Oh, Elfmeter direkt. Okay, perfekt. Konzentration. Oh, der macht der. Der schaut sogar eiskalt dahin, wo er hinspringt. Wo er hinschießt. Bitte. Alleingang von Kierze. Abgefangen, perfekt. Nice one. Angriff von Kierze. Ich mein nächstes Gegentor kassiert, aber trotzdem bin ich noch stark dabei. So, ich stehe gut. Kriegen sie den Ball durch? Nein, er wird abgefangen, nice one. Endstand. Verlieren wir durch dieses Elfmeter-Tor. Ah, bitter. Bitter, bitter, bitter. Schade, 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 schade. Fängt die Folge mal mehr als schlecht an, ne? Und wir können kein Training machen. Noch besser. Entschuldigt. Ach, wir haben jetzt Winterpause. Wann geht die Saison weiter in Polen? Das würde mich mal interessieren. Im Februar oder was? Ne, Ende Januar. Verpflichtet Penner. Lubin verpflichtet Penner. Teamzentrale. Ne, ich bin noch der beste. Penner ist ein Innenverteidiger. Oh, die haben sich verstärkt auf der Innenverteidigerposition. Ey, die haben sogar Stammspielerpotenzial geholt, ne? 65, 65 und dann holen die einfach einen 67er Argentinier. Stark, stark, muss ich sagen. Aber ich bin immer noch der Stärkste in der ganzen Mannschaft. Bei Weitem. Aber wenn ich hier weiter halt so spiele, ist klar, ne? Wenn ich halt weiter so spiele, ist klar. So, dann gehen wir rein in die nächste Partie. Wir sind ja schon in der Rückrunde. Ich habe echt Bock. Also das, auch wenn es nur die Highlights sind, es macht irgendwie Fun. Bin ich ehrlich, es macht irgendwie Fun. Und mehr will man ja als Keeper nicht sehen. Nur seine eigenen Highlights. Deswegen, let's go. Also, ja, die haben sich schon echt schöne Trikots ausgewählt. Okay, jetzt hier sieht man, dass es gut ist, ne? Aber trotzdem. Oh, oh, oh. Sie sind noch im Ballbesitz. Sie sind noch im Ballbesitz. Ich habe ihn gefangen. Gelegenheit zur Flanke. Wir führen 1-0 aktuell. Okay, der wird geklärt. Angriff, jetzt kommen sie. Mit zwei Mann, oder was? Oh, Alter, den fische ich darüber. Den fische ich da locker rüber. Am Ende gewinnen wir sogar 1-0. Ja, dann sind wir gut ins neue Jahr gestartet. Das kann man sagen. Vielleicht verpflichtet unsere Mannschaft ja noch einen. Ich bin echt gespannt, wie wir das machen. Mit am Ende der Saison. Ja,
Keeper, der Trainer ist damit einverstanden. Ja, da, das war wirklich eine Glanztat, das muss man sagen. So, was, ich will die News sehen. Vereinsnews. Hähner für 2,6 Millionen haben die den verpflichtet. Auch nicht schlecht. Aber ins nächste Spiel. Hey, es ist, wenn du solche Dinger raushaust wie gerade, ne, dann macht das so viel Fun. Ich hoffe, euch macht es genauso Fun. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Für die nächste Parade. Für die nächste Parade lasst ihr ein Abo da. Das ist doch ein Deal, oder? Come on, let's go. Oh, schon wieder Elfmeter. Es gibt ziemlich viele Elfmeter, ne? Ah, jetzt schießt er aber links. Oh! Zwei Elfmeter-Tore, Gegentore in einer Folge. Bitte. Ja, mach das kurz. Ah, wird abgefangen. Nice one. Angriff von Gleiwitz. Kommen sie durch? Nein, es wird gut abgefangen. Sehr stark gemacht. Und Endstand. Wir gewinnen noch 2-1. Stark. Wichtig. Wichtiger Sieg. Ja, Elfmeter konnte ich nicht verhindern. Da ist der Schiri natürlich wieder, Trainer natürlich wieder sauer auf mich. Das, damit rechne ich fest, dass er mich wieder aus der Mannschaft schmeißen will. Aber was soll's, ne? Was soll's, ja. Aber Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg. Ach, ich kann noch gar nicht trainieren. Das war alles in einer Woche oder was? Oh, jetzt geht's sogar in den Pokal. Deadline Day kann ich überspringen. Erstmal kann ich trainieren und dann kann ich den Deadline Day überspringen, weil mit mir hat das nichts mehr zu tun. Ich bin auf Leihe hier. Ich werde nicht wechseln. Ja. Hat mein Verein noch was geholt? Ne, nur Lubin. Hat eine erfolgreiche Zeit von River Plate, haben die den geholt. Und jetzt sind wir im Pokal. Unser erstes Pokalspiel, glaube ich, oder zweites, ich weiß es nicht. Bin ich gespannt. Aber finde ich cool, wenn die Mannschaft sich auf jeden Fall ein bisschen verstärkt mit so einem Spieler. Und der bringt uns doch ja auf jeden Fall was, ne? Mal sehen. Warte, wie kann ich die... Ne, ich kann die nicht sehen. Die Aufstellung. Die kann ich nur vor dem Spiel sehen. Alleingang von Poznan. Oh, okay, nice. Abgesichert. Angriff von Poznan. 1912. Komm, Defense. Er ist da. Er ist im 16er. Und rüber geschossen. Eckball. Aber wir führen schon 1-0. Das ist schon mal wichtig. Die Ecke kommt. Alter. Hat er die weggegrätscht oder rausge... So. Wo geht sein Blick hin? Oh, und da fische ich ihn raus. Wir gewinnen am Ende mit 4-0 gegen Poznan und kommen eine Runde weiter im Pokal. Nice one. Da müsste auch der Keeper glücklich sein, ne? Aber ich will... Ne, es gibt nur diese Parade. Wow. Und ich hätte gerne diese eine da gesehen, ob das er war oder ich. Aber das seht ihr ja besser dann. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben.
weil ich brauche hier bei diesem Video brauche ich nicht wirklich viel schneiden. Das ist mehr so ein einfach weiterspielen. So, ich muss kurz was gucken. Eine Sekunde. Ja. Ne, das hat nichts mit mir zu tun. Gut, jetzt gegen Krasnodar. Ja. Ab ins nächste Ligaspiel. Wir können hier immer mehr sich. Okay, wir haben einmal in der Liga verloren jetzt letztes wieder, ne? Wir müssen gleich mal auf die Tabelle gucken. Wie das hier aussieht. So. In der 6. Minute. Gelegenheit zur Flanke. Oh, stark. Stark, stark, stark. War ich da. 34. Eckball für Krasnodar. Oh, wird abgefangen und geht ins Aus. 1-0, Angriff von Krasnodar beim Stand von 1-0 und der kommt aus einer sehr guten Position. Wird abgefangen, perfekt, 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 perfekt. Wir gewinnen mit 3-0 am Ende. Okay, krass. Und da heben sie alle den Schal. Da heben sie alle den Schal. Sind wir schon Meister geworden oder was? Aber ich mache mir meine Freunde. Bin ein gesetzter Keeper bei dieser Mannschaft. Es läuft alles sehr, sehr gut für uns in der polnischen Liga. Mal sehen, ob es in der Niederlande dann nächstes Jahr genauso läuft, wenn wir da bleiben. Wer weiß, ob uns unser Verein ein Transferangebot annimmt für uns. Wir werden maximal, wenn wir nicht Stammspieler sind, werden wir eine Leihe anfordern. Ich werde nicht sagen, okay, ich muss jetzt wechseln. Ich werde nur wechseln, wenn die ein Transferangebot für mich annehmen. Ich habe 13 Skillpunkte. Wir gucken uns jetzt erstmal die anderen Ligen an. Wir wollen hier den Wettbewerb auswählen. Wo ist denn unsere Hauptliga? Heimliga. Ja, Fenerod ist auf Platz 3. Okay, Eindhoven zieht langsam davon. Und hier sieht es auch sehr gut aus. Was ist das? Achtelfinale, was wir gewonnen haben? Nee, wir haben das. Ja, wir müssen jetzt im Viertelfinale gegen Dingsterbums, aber wir wollen hier gucken. Wir sind 8 Punkte vor Lech Posen. Läuft hart. Und jetzt müssen wir in der nächsten Runde den Pokal. Oh, nice one. Nice one. Momentan sind wir für das Double gut. Wir sind für das Double gut. Habe ich Bock drauf. Es schneit sogar. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Ben Taddel, der schlau drauf. Sieht wie gemeißelt aus. Gelegenheit zur Flanke für Rakow. Oh, wurde abgefangen. Gut, gut, gut. Gut, gut. Ah, das könnte ein bisschen kritisch werden. Wir führen 1-0 mit dem weißen Ball. Und sie hat sehr guten Ball, ne? Oh, abgefischt. Abgefischt. Jetzt führen wir 2-0. 83. Hat er wieder die Möglichkeit. Abgefangen. Nice one. Wir gewinnen das Spiel am Ende mit 2-0. Nice one. Also es läuft immer besser. Wir sind jetzt auch im Halbfinale des Pokals. Schlaudraff ist on fire. Der gute alte Taddel. So, aber ins nächste Spiel. Eins kriegen wir noch hin, 1 oder 2. Und dann beginnt was ganz, ganz Schönes für mich. Dann geht es ins Schneiden dieses Videos. Und dann geht es für mich persönlich in die Aufnahme des ersten FM23 Videos. Ich bin gehypt. So, in der Liga jetzt erstmal gegen Stahl. 22 Punkte haben sie aktuell. Und ich hab Bock, ich hab Bock. Muss gleich mal gucken, ob sich Lubin da weiterentwickelt hat. Würde mich interessieren. Hanna meine ich.
Werner. Aber ich meine, Stammspieler ist er. Gelegenheit zur Flanke. Boah, sind aber viele Spieler von denen da, ne? Perfekt abgefangen, nice one. Eckball für Milic. Milek. Come on. Oh, Glanztat. Oh, und das war jetzt die Glanztat. Oh, 3:0 mittlerweile für uns, okay. Der erste wäre reingegangen, weil da hätte er nicht am kurzen Pfosten da gestanden. Und den zweiten Schuss habe ich da glanzmäßig pariert. Oh, schon wieder abgelenkt, schon wieder abgelenkt. Nice one. Am Ende gewinnen wir 6:0 sogar gegen Milek. Nice one. Wir gehen immer weiter Richtung Meisterschaft. Ich bin echt gespannt, wie das hier am Ende der Saison wird. Ich will jetzt gleich erstmal bei Pena kurz gucken. Und dann schauen wir weiter. So, Teamzentrale. Pena. 68 mittlerweile, ja. Und hier, er ist auch mittlerweile von Georgien da. Richtung 69. Herr Schlüsselspieler. Penner ist auch Schlüsselspieler. Leider haben wir noch... Ich kann ja eigentlich sortieren mal, ne? Ja. Geht schon viel in Richtung 70er zu. Aber ich meine, für international sind wir noch zu weit. Da würde ich so viel machen. Ein Spiel mache ich noch in der Liga. Und dann war es das auch für die heutige Folge. Da führen wir momentan immer noch mit 8 Punkten. Lechposen stolpert halt nicht. Das ist natürlich bitter. Aber egal, wir kommen ja gut voran. Ich habe Spaß an den Highlights. Natürlich ist es schade, dass man die eigenen Tore nicht sieht. Aber egal. Ist halt so. Vielleicht mache ich Pokalfinals oder so, dass ich ganz spiele. Wir führen 1:0. Konter durch die Gäste. Wird bestimmt abgefangen, bevor er durch ist. Ja, meine ich doch. Er ist nochmal kurz vor der Halbzeit. Boah, da kriegt er den Ball sogar aus einer richtig guten Position. Aber was macht er da? Spielt den Ball hier so über außen. Sie bleiben im Ballbesitz. Oh, der Schuss war so... Dass er nicht mehr gezählt hat. 90. Minute, es steht noch 1:0. Also jetzt liegt der Sieg in meinen Händen. Oder nicht? Oder nicht. Wir gewinnen am Ende mit 3:0. Okay, in der 90. Minute war der Konter. Wir haben 1:0 geführt. Und am Ende gewinnen wir 3:0. Nice one. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer nice one. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Würde mich auf jeden Fall unterstützen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich habe keine Zeit, mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass